Gegen Pauli haben wir jetzt stark gespielt, haben wir uns wieder gefunden als Mannschaft. Heute wieder eher ein bisschen weniger, würde ich sagen. Aber so ist Fußball halt, ja. Wir müssen das ausgleichen. Wir haben 8 bis 9 Schwerverletzte in der Mannschaft, die also lange Zeit nicht wieder zurückkommen werden. Und wie man weiß, sind wir zurzeit Letzter in unserer Liga. Und es wird schwer, da rauszukommen. Wir müssen jetzt bis zum Winter noch irgendwie überbrücken, hoffen, dass wir vielleicht noch 2, 3 gute Spieler dazu bekommen und dann versuchen, in der Rückrunde anzugreifen. Ja. Gerade jetzt auch entsprechend, wie die Saisonleistung momentan ist, sind wir als Trainerteam auf jeden Fall unzufrieden. Wir haben uns da auch mehr erhofft, dass wir da oben natürlich ein gehöriges Wort dann mitreden. Fazit in diesem Fall, einmal durchgewechselt, jeder sollte noch mal ein bisschen Spielpraxis in dem Fall bekommen. Ich finde, dafür, dass wir so dezimiert sind und so viele Krankheitsfälle haben in dem Sinne, haben wir heute ein relativ gutes Spiel gemacht mit der Personenzahl, die wir hatten. Wir haben uns vorgenommen, bis zur Winterpause wollten wir kein Spiel mehr abgeben. Haben gesagt, wir wollen jetzt kämpfen einfach, wollen der Liga nochmal zeigen, wir sind immer noch da, wir leben immer noch, Traditionsverein, und wir wollen jetzt einfach mal vorleben. Ja, es wird nicht leichter, aber wenn man unsere Spiele gesehen hat, müssen wir eigentlich nicht da stehen, wo wir stehen, aber irgendwie kommt da immer irgendwas dazwischen, irgendeiner hat immer was dagegen. Okay. Manchmal haben wir sogar selber was dagegen. Ja, er ist kein Torwart, kann man so sagen. Er ist heute nur aussichtsweise ins Tor gegangen. Unser einer Torwart hat verletzt, hat einen Kreuzbandriss. Der andere muss arbeiten. Dementsprechend mussten wir natürlich irgendwie ausweichen. Und ja, passiert. Wenn er kein Torwart ist, passiert das halt.